So, schönen guten Abend. Herzlich willkommen hier zu Gedrucktes zur 54. Ausgabe. Ich habe gesehen, dass im Vorfeld doch so etliche, zumindest haben wir das in den sogenannten sozialen Netzwerken gesehen, also bei Facebook, gedacht haben, was machen die denn jetzt im Kalibknechthaus? Das Buch heißt nämlich, kein Kapitalismus ist auch keine Lösung. Und da haben sich augenscheinlich dem einen oder anderen so die Nackenhaare gesträubt, dass er gesagt hat, da kommen wir mal nicht. Allerdings schreibt Ulrike Herrmann, mein heutiger Gast, den ich hier herzlich begrüße, die schreibt ja im Vorwort selbst, dass es auch so ein bisschen ironisch gemeint ist. Und der Untertitel lautet die Krise der heutigen Ökonomie oder was wir von Smith, Marx und Keynes lernen können. Hätte das Buch nur geheißen, die Krise der heutigen Ökonomie, hätten wir wahrscheinlich keine Kritik bekommen. Aber ich habe das Buch nicht geschrieben und so ein Titel, der zu Diskussionen anregt, ist ja vielleicht auch ganz schön. Ja, ich begrüße auch diejenigen, die uns mit dem Livestream verfolgen. Wir haben ja wie immer einen Livestream, sowohl von der Partei Die Linke als auch den Livestream vom Neuen Deutschland. Und wie gesagt, ich bin gespannt, ob wir da auch nochmal kritische Reaktionen haben auf einen Titel. Kein Kapitalismus ist auch keine Lösung und sicher werden wir in der Diskussion uns dazu verständigen, wie man mit so einem Titel umgeht und was die Lösung ist. Also, noch einmal herzlich willkommen. Ulrike Herrmann, wie gesagt, ist mein Gast. Das Buch ist ein Bestseller inzwischen schon, 25.000 Mal verkauft. Wir haben auch ein paar Exemplare draußen liegen. Es kostet 18 Euro. Das ist also ein kapitalistischer Preis. Nee, ist eigentlich Quatsch. Also mein Verleger behauptet, dass er kaum über die Runden kommt. Ja, das sagen die Verleger ja immer und sagen dann zu den Autoren, also eigentlich kann ich dir gar kein Honorar zahlen oder so. Ne? Ja, so ungefähr ist es. Ja, genau. Also das Buch ist viel gelesen, viel diskutiert schon. Ich habe auch gesehen auf der Website, dass es auch Veranstaltungen schon gab, die ausverkauft waren. Also alle wollten nur wissen, was ist mit dem Kapitalismus. Einige vorstellende Worte. Ulrike Herrmann stammt aus Hamburg, Hamburger Dern, sagt man das noch? Ja, genau. Ich bin 200 Meter Luftlinie von Helmut Schmidt aufgewachsen. Oh, und hat das abgefärbt? Nee, aber wir haben immer am Straßenrand gestanden als Kinder und geguckt, wie die Staatsgäste kommen. Ah, ja. War sehr aufregend. Also in Hamburg geboren, 1964, Wirtschaftsjournalistin und Publizistin. Eine Lehre als Bankkauffrau hat sich ja auch nicht geschadet bei der Kapitalismuskritik. Und dann besucht der Henri Nannen, also der Journalistenschule, Studium der Geschichte mit dem Schwerpunkt Wirtschaftsgeschichte und Philosophie an der Freien Universität hier in Berlin und wissenschaftliche Mitarbeiterin der Körperstiftung, Pressesprecherin in Hamburg bei der Gleichstellungssenatorin und viele Jahre inzwischen bei der TAZ, der Tageszeitung, die in der Kochstraße sitzt, dort zunächst Leiterin der Meinungsredaktion und Parlamentskorrespondentin, jetzt Wirtschaftskorrespondentin und natürlich auch im Vorstand der TAZ Verlagsgenossenschaft. Ich habe häufig gelesen, eigentlich die heimliche Chefin, stimmt das? Das hat man der Spiegel behauptet, war aber immer falsch, leider. Ja gut, aber wie gesagt, ist ja eigentlich kein Kompliment oder keine Bemerkung, für die man sich schämen müsste. Nö, aber es ist wirklich falsch. Also ich bin weder heimliche Chefin noch echte Chefin. Ich bin einfach gar nicht Chefin. Okay. Also wir haben ja, glaube ich, uns, einige von uns haben sich gesehen bei der Premiere des Films Der junge Karl Marx. Wir haben es ja, diesen Film in Hohenschönhausen vorgestellt, im Cinemotion. Am selben Tag wurde der Film, ich glaube, in über 100 Kinos deutschlandweit präsentiert. Und Karl Marx spielt auch in diesem Buch eine große Rolle. Der wird dann hier auch in Ihrem Vortrag eine Rolle spielen. Im kommenden Jahr, 2018, begehen wir zwei Jubiläen, den 200. Geburtstag von Karl Marx. Und die größte Finanzkrise seit dem Zweiten Weltkrieg liegt dann 10 Jahre zurück. Haben Ihrer Meinung nach die Bundesregierung in den vergangenen 9 Jahren diese Krise bewältigt? Was man damals richtig gemacht hat, 2008, ist, dass man
ein Konjunkturprogramm aufgelegt hat. Das ist übrigens ja eine Idee gewesen von John Maynard Keynes, der auch in meinem Buch vorkommt. Und wenn man als Politik in einer Finanzkrise ein Rezept anwenden muss, das 80 Jahre alt ist, dann kann man eigentlich sagen, dass, und das ist keine Übertreibung, dass die letzten 80 Jahre in der Volkswirtschaft eigentlich umsonst waren. Die Forschung hat nichts gebracht, nicht? Sondern Keynes ist aus meiner Sicht der letzte größte Ökonom gewesen, und der letzte große Ökonom gewesen, und man danach eben das, was man Neoklassik nennt und was Sie als neoliberal kennen, hat eigentlich, und das muss man so hart sagen, nur noch Unsinn produziert. Und was, dass irgendwas an der herrschenden Theorie nicht stimmen kann, das haben Sie ja dann auch 2008 alle gemerkt, daran nämlich, dass die herrschende Ökonomie, die ungefähr 90% aller Lehrstühle besetzt und dominiert, dass sie die Krise nicht hat kommen sehen. Als sie da war, konnte man nicht analysieren, was eigentlich passiert. Und Lösungen hatte man auch nicht. Und das zeigt eigentlich, dass die Volkswirtschaftslehre von heute weitgehend überflüssig ist. Das ist ja ein hartes Urteil. Ja, stimmt aber. Sie sehen, ich bin nicht bescheiden. Hat sich die herrschende Wissenschaft oder der Wissenschaftsbetrieb denn Ihrer Beobachtung nach selbstkritisch mit dieser Versagen, so kann man es ja bezeichnen, also mit dem Nicht-Voraussehen der Krise auseinandergesetzt? Gab es da sowas wie, wir müssten mal unsere Theorien überprüfen? Konnten Sie so etwas beobachten? Also in der Theorie, also bei den Volkswirten selbst, läuft durchaus eine Debatte. Es gibt einige sehr berühmte Ökonomen, die jetzt selber sagen, was absolut stimmt, dass die herrschende Ökonomie eigentlich so eine Art Dogma ist und wie eine Religion gelehrt wird. Der berühmteste Advokat dieser Sicht ist Paul Romer, der ist im Augenblick Chefvolkswirt der Weltbank, also man kann jetzt nicht sagen, dass es irgendjemand wäre, von dem man noch nie gehört hätte. Aber typischerweise läuft die Diskussion so, erstens sind es nur wenige Ökonomen, die überhaupt Kritik äußern. Diese Debatte läuft dann innerhalb der Ökonomie, meistens auf Englisch, das heißt die Normalbürger oder Laien, zumal in Deutschland, kriegen das nicht mit. Man muss auch sagen, dass kein Land auf der Welt so sehr neoklassisch oder neoliberal dominiert ist wie Deutschland. Wir sind sozusagen der schlimmste Fall. Und wenn Laien kommen, also Leute, die nicht Volkswirtschaftslehre studiert haben und die Disziplin kritisieren, dann gibt es so das Phänomen der geschlossenen Ränge. Nicht? Dann würden auch kritische Volkswirte niemals zugeben, dass die Disziplin wirklich in der totalen Krise ist. Dann heißt es, die haben ja keine Ahnung, die sollen erstmal studieren. Die sollen erstmal unsere Mathematik zur Kenntnis nehmen. Na, Ähnliches trifft ja, glaube ich, ein bisschen auch auf die Wirtschaft schon, also Ihre Zunft, auf die Wirtschaftsjournalistinnen und Journalisten zu. Gibt es da eine kritische Auseinandersetzung mit der Frage, wir haben die Krise nicht gesehen und wir haben immer berichtet oder aufgenommen, was die Wissenschaftler geschrieben haben? Ja, bei den Wirtschaftsjournalisten würde ich sagen, Sie können sich vorstellen, ich gehöre zu einer ganz kleinen Minderheit, ich bin ja von der Taz, aber wenn man sich jetzt mal so anguckt, was in der FAZ oder auch in der Süddeutschen Zeitung stattfindet, dann war das eben so, die Krise hat natürlich alle Wirtschaftsjournalisten schwer schockiert, denn man hat sie natürlich auch in den Zeitungen nicht kommen sehen. Dann gab es einen kurzen Schwenk eigentlich zum Keynesianismus, plötzlich waren alle für Keynes. Aber diese Zeit ist längst wieder vorbei. Jetzt werden wieder diese neoliberalen Dogmen ausgepackt. Wenn man das jetzt beispielsweise in der Eurokrise sieht, dann ist immer ganz klar, die Krisenländer sind schuld, also die Schulden gemacht haben. Wir, die Gläubiger, sind nicht schuld. Das ist logisch gar nicht möglich, denn wenn jemand einen Kredit aufnimmt, dann muss es ja auch jemanden geben, der den Kredit vergibt. Das heißt, Deutschland ist Teil des Problems und nicht jetzt einfach nur das Land, das immer alles richtig macht. Aber das kommt in diesen Zeitungen oder in dem neoliberalen Mainstream eigentlich gar nicht mehr vor. Insofern sind jetzt alle wieder da, wo sie vor der Krise waren. Und wenn man aber, ich weiß nicht, wie lange das gut gehen wird, denn wenn man in der Bank arbeitet, dort zumindest ist allen völlig klar, dass die nächste Finanzkrise bald ausbrechen wird und dass die Frage jetzt nur noch ist, wo sie eigentlich dann zuerst zuschlägt oder was sie auslösen wird. Es gibt ja manche, also auch Politiker, die sich mit solchen ökonomischen Fragen auseinandersetzen, zum Beispiel meine Vorgängerin im Wahlkreis, Christa Luft, sagte immer, wir müssen versuchen, die Menschen ökonomisch zu alphabetisieren. Betrachten Sie denn Ihr Buch als Beitrag zur ökonomischen Alphabetisierung?
Ja, genau. Ja. Deswegen habe ich es geschrieben. Also nur damit Sie sich da so ein bisschen das Problem klar machen. Also im Augenblick ist es so, dass ungefähr 480.000 Studenten in Deutschland Wirtschaft studieren. Da sind alle Fächer dabei, Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftspädagogik und so weiter. Aber egal, was die genau studieren, alle machen auch diese volkswirtschaftlichen Seminare mit, wo man eben nur neoklassische Lehrbücher auswendig lernen muss. Und es gibt inzwischen auch bei den Studenten schon so eine kritische Strömung. Nicht die Studenten selbst wissen, das kann alles gar nicht sein, was da in unseren Lehrbüchern steht. Die wollen die Lehrbücher auch reformieren, haben sich auch zusammengeschlossen. Vielleicht kennen Sie diesen Begriff, Netzwerk Plurale Ökonomik. Die Studenten haben auch gesagt, was fehlt, nämlich erstens, was absolut stimmt, das müssen Sie sich mal vorstellen, Sie würden nichts über Geld lernen. Stellen Sie sich mal vor, Sie studieren Wirtschaft und lernen nichts über Geld. Sie würden eben nichts über die Geschichte der Wirtschaft lernen oder des Kapitalismus und nichts über alternative Theorien. Das trifft genau zu, diese Kritik, aber was bisher eben fehlte, waren Bücher, die man einfach lesen kann und die auch amüsant sind, ohne dass vereinfacht wird. Und Sie merken ja, haben ja schon gemerkt, dass ich nicht besonders bescheiden bin. Da habe ich dann eben gedacht, okay, diese Bücher schreibe ich. Und eins davon ist eben diese Frage, was können wir von Smith, Marx und Keynes lernen? Ja, wir haben uns gerade geeinigt, dass Sie ja auch einen Vortrag halten, eine kleine Vorlesung machen sozusagen, und zwar über Marx und Keynes. Smith lassen wir mal raus noch. Sie schreiben mal über Marx, dass er ein ziemlicher Macho war. Ist das wichtig jetzt für ihn? Also für seine ökonomischen Theorien, meine ich? Nein, also das Buch, damit Sie wissen, worauf Frau Lötsch anspielt, das Buch ist immer so aufgebaut, dass ich erst so eine kleine Biografie von dem Ökonom mache, also von Adam Smith, und dann sein Werk und das gleiche natürlich auch Marx, erst so sein Leben und auch übrigens das von Engels, weil Engels ist sehr viel wichtiger für die Theorie gewesen, als das oft dargestellt wird. Also erst die Biografie von Marx und Engels, dann sozusagen ihre Theorie, das gleiche nochmal mit bei Keynes und dann wieder die Theorie. Also diese Biografien habe ich deswegen geschrieben, weil ich dachte, die Leute brauchen auch mal eine Pause. Also wenn man immer nur eine Theorie, noch eine Theorie, noch eine Theorie, dann ist man sehr so ein bisschen angestrengt, obwohl ich wirklich versucht habe, die Theorien so aufzuschreiben, dass es jeder verstehen kann. Und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass die Theorien sind ja immer in einer bestimmten Zeit entstanden, dass man einfach versteht, in welcher Welt die Theoretiker gelebt haben. Und natürlich war Marx, das würde ich schon sagen, ein dominanter Mann. Das war aber im 19. Jahrhundert jetzt keineswegs außergewöhnlich, sondern alle waren eigentlich so. Und das sieht man aber trotzdem, wenn man jetzt die ganze Geschichte mit den neuen Kindern von Marx so sieht, dann sieht man natürlich auch den Unterschied zur heutigen Zeit. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, um zu verstehen, wie diese Theorien sich entwickeln. Gut, das war jetzt nur so eine kleine Überleitung. Sie können jetzt mit Ihrem, was wir verabredet haben, beginnen, über Keynes und Marx zu sprechen. Ja, genau. Also ich muss leider, das schmerzt mich, Smith weglassen, aber sonst würde es wirklich zu lange dauern. Da hat Frau Lötsch absolut recht. Aber damit Sie nur als ganz kleinen Eindruck, damit Sie sehen, wie wichtig Smith war, eine kleine Umfrage, die Sie absolut ehrlich beantworten können. Ich glaube, dass Sie sowieso hier die Meisterklasse sind im Vergleich zu den anderen Gruppen, die ich schon hatte. Also die Frage ist, wer von Ihnen hat das Kapital von Marx, Band 1, schon mal wenigstens aufgeschlagen und versucht zu lesen? Fast alle, ja. Normalerweise, wenn man das so fragt, egal wo, auch in Westdeutschland, ist wirklich egal, wo man das fragt, ungefähr die Hälfte hat Band 1 mal aufgeschlagen. So, jetzt kommt die zweite Frage. Wer von Ihnen hat es auch zu Ende gelesen? Nur noch zwei. Ja, was haben Sie? Ja, genau. Aber wann sind Sie mit den Auszügen auch bis ganz hinten gekommen? Ja, okay. Wie viele sind mit den Auszügen bis ganz hinten gekommen? Na okay, dann ist das Bild schon etwas besser, aber nicht wirklich gut. Das ist übrigens auch klassischer Fall, egal wo man fragt, auch im Westen ist immer das Gleiche. Alle fangen das Kapital an und stranden dann aber irgendwo, meistens schon in den vorderen Kapiteln. Und das liegt nicht an Ihnen, sondern das liegt in der Tat an der Art, wie das Kapital Band 1 aufgebaut ist. Und man versteht überhaupt, kann nicht verstehen, was in den vorderen Kapiteln eigentlich stattfindet, wenn man nicht Adam Smith kennt. Marx hat alle seine zentralen Begriffe direkt von Adam Smith übernommen, der von 1723 bis 1790 in England gelebt.
Also Sie sehen, ich mache jetzt ein bisschen Werbung für mein Buch, nicht, dass Sie nochmal nachlesen, was alles bei Adam Smith steht. Aber das lasse ich jetzt mal weg und komme gleich zu Marx. Wenn man sich jetzt fragt, was ist eigentlich die Leistung von Marx, die bis heute bleibt? Ich stelle jetzt nicht seine ganze Theorie vor, sonst müssten wir ja hier auch einen Lesekreis mit mehreren Sitzungen anstellen, sondern was ist eigentlich die große Leistung im Kapital? Dann ist es aus meiner Sicht, und das können wir vielleicht dann hinterher auch noch diskutieren, dass Karl Marx gezeigt hat, wie dialektisch der Kapitalismus ist. Und die Dialektik, also das Paradox, liegt eben darin, dass Wettbewerb dazu führt, dass am Ende kein Wettbewerb mehr übrig ist, sondern dass wenige Großkonzerne dann alles beherrschen. Und Marx hat eben zusammen mit Engels, dieser Gedanke kommt auch ganz wesentlich von Engels, aber Marx hat sehr schön geschrieben, weiter hinten im Kapital, das findet sich im Wesentlichen dann auch von Kapitel 24, er hat sehr schön geschrieben, wie dieser Mechanismus funktioniert, nämlich die Konkurrenz zwingt jeden einzelnen Kapitalisten oder Unternehmer dazu, zu investieren, also ständig seine Produktivität zu steigern, in Maschinen zu investieren, die billiger und mehr herstellen können. Nur Sie wissen, was dann passiert. Irgendwann ist der Markt gesättigt. Es entstehen so viele Waren, dass das gar nicht mehr verkauft werden kann. Und das ist dann spätestens der Moment, wie Marx gesagt hat, dass die Großen die Kleinen fressen. Was Marx auch richtig gesehen hat, und auch das ist eine große Leistung, dass er immer klar gemacht hat, dass das keine böse Intrige von bösen Kapitalisten ist, sondern ein Systemzwang. Also Marx hat sich immer geweigert, den Kapitalismus moralisch zu beschreiben, so nach dem Motto, wo sind hier die Schuldigen, sondern er hat es eben als Gesamtsystem analysiert und auch das ist eine ganz große Leistung, weil es bis heute so ist, dass oft so getan wird, als gäbe es im Kapitalismus oder irgendwie Leute, die Sünder sind. Also zum Beispiel, das kennen wir alle, dass so getan wird, als sei es ein Verbrechen, Schulden aufzunehmen. Nicht? Diese Sicht hatte Marx nie, sondern für ihn waren die Unternehmer, das ist auch ein Wort aus dem Kapital, Charaktermasken, also Vollstrecker der Systemlogik, die bei Strafe des Untergangs eben gezwungen sind, zu investieren, in den Verdrängungswettbewerb zu überleben. Und am Ende, wie gesagt, dominiert etwas, was die Ökonomen heute Oligopol nennen. Wenige Großkonzerne kontrollieren von den Rohstoffen bis zu dem Absatz die gesamte Wertschöpfungskette. So, was jetzt so erstaunlich ist, wenn man das auch rückblickend sieht an dieser Prognose von Marx, ist, dass das Kapital, das wissen Sie alle, ist 1867 erschienen, also vor genau 150 Jahren, was auch erklärt, warum jetzt nochmal so viele neue Auflagen vom Kapital entstehen oder neue Biografien von Marx. Aber 1867, zumindest in Deutschland, war es so, dass der Hochkapitalismus, also das System, in dem wir heute leben, noch gar nicht richtig angekommen war. Sondern zum Beispiel große Teile von Brandenburg waren noch rein agrarisch, da hatte sich noch keine einzige Fabrik angesiedelt. Das heißt, als Marx das geschrieben hat, 1867, war das im Wesentlichen eine Prognose. Und trotzdem hat er absolut recht behalten, und damit Sie sehen, wie recht er behalten hat, zitiere ich jetzt mal eine Zahl vom Statistischen Bundesamt, das die heutige Situation in Deutschland beschreibt. Es ist im Augenblick so, dass 1% der Firmen 68% des Umsatzes kontrollieren. Da können Sie also sehen, unsere Wirtschaft ist extrem konzentriert und dieser Prozess ist auch noch nicht vorbei. Als ich nämlich zum ersten Mal diese Zahl entdeckt habe, 2013, da war es so, dass 1% der Firmen 65% des Umsatzes kontrollieren. So, jetzt sind wir schon bei 68%. Das heißt, Sie sehen, das geht auch immer noch weiter. Manchmal sagen Leute zu mir, ja, aber hier sind doch so viele Firmen und es gibt doch ganz viele kleine Firmen. Es stimmt doch gar nicht, dass da nur Großkonzerne sind. Und das ist völlig richtig. Natürlich gibt es jede Menge Kneipen und es gibt jede Menge Handwerker. Und ich als Journalistin, ich bin offiziell freie Journalistin, bin natürlich auch im Betrieb und genau einer Angestellten, nämlich ich selbst. Und es gibt, wenn man das so zählt, in Deutschland ist es so, 85% aller Firmen
haben maximal 10 Angestellte. Also es gibt ganz viele kleine Firmen. Der Witz ist nur, bei diesen kleinen Firmen findet im Ernst nicht viel statt. Nicht? Diese 85 Firmen kontrollieren alle zusammen ganze 6% des Umsatzes. Das heißt, wir sind alle wahnsinnig beschäftigt und rödeln auch alle. Also natürlich, das gilt zum Beispiel ja auch für die kleinen Buchladen da draußen oder das Antiquariat, das sind alles selbstständige Firmen. Aber die Wertschöpfung, die findet bei den Großkonzernen statt. Und das ist genau das, was Marx auch beschrieben hat. Nee, ich würde vorschlagen, dass alle... Bitte die Fragen merken, das wäre ja, total genau. Nett. Und dann, das machen wir hinterher. Danke. Meine Diskussion, mein Vortrag dauert gar nicht so lange. So, aber sonst komme ich völlig raus und dann kommen bestimmt noch andere Anmerkungen. Warum ist das jetzt so wichtig, dass man, dass das, was Marx gesagt hat mit der konzentrierten Wirtschaft, warum ist das eine Erkenntnis, die man nicht einfach so übergehen kann nach dem Motto, ja, ja, das ist so? Weil die Neoklassik, also die herrschende Theorie, die Sie dann oft als neoliberal kennen, ist eine Theorie, deren gesamten Modell, der gesamte mathematische Apparat funktioniert nur, und das wissen Sie auch wahrscheinlich alle, dass es da so läuft, wenn man von einem perfekten Wettbewerb ausgeht, in einem freien Markt. So, und da muss man einfach sagen, es ist sehr schade, dass die Neoklassiker Marx ignorieren, denn man müsste ihn alle lesen, dann würden sie gezwungen, ihre Theorie zu überdenken und eigentlich, man muss es noch härter sagen, wegwerfen. So, da ich ja annehme, dass sehr viele von Ihnen Marx ganz gut kennen, würde ich jetzt gerne noch zu dem letzten Ökonomen kommen, zu Keynes, auch weil der so wichtig ist für heute, damit Sie auch vielleicht den Gegensatz sehen, was alles in der Ökonomie möglich ist und dann können Sie auch gleich Fragen stellen. Jetzt würde ich wieder gerne erstmal bei Ihnen ein bisschen was abfragen, einfach für mich selbst aus Interesse. Wer von Ihnen hat denn schon mal den Namen Maynard Keynes gehört? Ja, Sie sagen natürlich, ja, Sie sind aber eine super Gruppe, also oft ist das so, dass sich nur ungefähr ein Drittel meldet. Bei Ihnen ist das weit mehr. Gut, die sich gemeldet haben, die werden wissen, oft ist es so, dass wenn man von Keynes hört, dann so getan wird, als wäre das ein linker Spinner gewesen. So nach dem Motto, der hatte eigentlich nur eine Theorie, die immer darauf hinauslief, dass der Staat möglichst viel Geld ausgeben soll, sich möglichst verschulden soll und mehr hatte er eigentlich nicht zu bieten. So, und an dieser Behauptung, dass ein linker Spinner gewesen sei oder jemand, der immer nur die Staatsausgaben in die Höhe treiben wollte, ist alles falsch. So, und das fängt schon damit an, dass Keynes in Wahrheit gar nicht links war, sondern konservativ. Nicht Keynes wollte die Welt retten, in die er hineingeboren worden war. Es gibt wahrscheinlich niemanden in der Ökonomie, der so sehr aus der Elite stammte wie Keynes. Und damit Sie so einen kleinen Eindruck bekommen, wie sehr er Establishment war, möchte ich jetzt einfach mal ein bisschen über seine Biografie reden, damit Sie vielleicht auch sehen, wie das Buch Biografie und Theorie zusammenwirken. Also Keynes Vater war schon ein angesehener Ökonom in Cambridge. Seine Mutter war sehr beeindruckend und später die erste weibliche Bürgermeisterin in Cambridge. Der Schwager war Nobelpreisträger für Medizin und der Bruder, das war damals sehr wichtig, war mit der Enkelin von Charles Darwin verheiratet. Sie sehen also, Keynes kam so aus einer intellektuellen Dynastie. Achso, was ich vielleicht noch sagen sollte, sind die Lebensdaten, das weiß ja vielleicht auch nicht jeder. Keynes wurde 1883 in Cambridge geboren und ist 1946 gestorben und hat eigentlich auch sein gesamtes Leben in Cambridge verbracht. Jetzt mal zu seinen eigenen so Lebensstationen. Keynes wurde in Eton ausgebildet. Eton ist die wichtigste Privatschule Englands. Dann war er natürlich auch in Cambridge, erst als Student und dann als Dozent. Er war am King's College, das ist so das wichtigste College, das Cambridge hat. Aber er war nie nur einfach Dozent an der Universität, sondern hat große Teile seines Lebens damit verbracht, dass er eigentlich alle Premierminister, inklusive Churchill, beraten hat. Nebenher war er auch noch Mitglied einer Künstlergruppe, die Sie vielleicht kennen, die hieß Bloomsbury. Das war eine Künstlergruppe in England, die sehr einflussreich war und um die Schriftstellerin Virginia Woolf herumkreiste. Wie es ein Biograf mal ausgedrückt hat, es war einfach so, dass es in Keynes Leben niemals einen Moment gab, wo er nicht von ganz oben auf den Rest Großbritanniens herabgeblickt hätte.
So, und wenn man dann, wenn Keynes Theorie, die absolut revolutionär war und heute aber leider von der Ökonomie weitgehend ignoriert wird, wenn Keynes damals seine Theorie durchsetzen konnte oder überhaupt, wenn er gehört wurde, dann lag das eben daran, dass er aus dem Establishment war. Wäre er wirklich links gewesen, hätte seine Theorie gar keine Chance gehabt. Denn sie war so anders, dass sie sonst gar nicht integrierbar gewesen wäre in das sozusagen in die Denkwelt der Engländer. Aber vielleicht noch wichtiger als diese Tatsache, dass Keynes aus der Elite kam, war ein zweites Phänomen. Keynes war lebenslang Spekulant. Und zwar professioneller Spekulant. Also er hat genauso spekuliert, wie heute die Deutsche Bank spekuliert. Ich habe Ihnen ja erzählt, dass er Dozent in Cambridge war, aber Keynes hatte das Gefühl, dass er mit diesem kümmerlichen Gehalt auf keinen Fall leben kann und dass man irgendwie noch andere Quellen des Reichtums auftun muss. Und deswegen ist er eben an die Börse gegangen. Und er hatte Depots nicht nur in London, sondern auch an der Wall Street. Und bevor er überhaupt angefangen hat, bevor er überhaupt, sagen wir mal, das Bett verlassen hat, hat er erstmal mit seinen Maklern sowohl in London wie in New York telefoniert. Keynes war ungemein erfolgreich. Als er starb, hat er umgerechnet 22 Millionen Euro hinterlassen. Das bildet aber nur zu einem Teil ab, was er in Wahrheit alles verdient hat, denn war lebenslang sehr großzügig, hat alle seine Künstlerfreunde unterstützt, die natürlich kein Geld hatten, und hat aber auch noch Großprojekte gestartet. Zum Beispiel hat er ein Privattheater in Cambridge gebaut, auf eigene Kosten, weil er mit einer russischen Ballerina verheiratet war und fand, dass die einen Auftrittsort braucht. So. Genau, und also er hat wirklich verdient. Und er hat, das ist eben der zentrale Punkt, nicht einfach nur mit Aktien gehandelt, sondern auch mit Währungen und Rohstoffen. So, damit Sie mal sehen, wie er spekuliert hat und womit, eine kleine Liste der Rohstoffe, die er 1923 im Depot hatte. Das waren Baumwolle, Blei, Zinn, Zink, Kupfer, Gummi, Weizen, Zucker, Jute und Leinöl. So, und natürlich hatte er jetzt nicht irgendwie ein Fass Leinöl gekauft, das er jetzt irgendwo lagern musste, das wäre ja viel zu anstrengend gewesen, sondern er hat genau die Instrumente benutzt, die auch eben, wie gesagt, die Deutsche Bank heute benutzt, wenn sie spekuliert, nämlich Derivate. So, ich will Ihnen jetzt nicht in extenso erklären, was ein Derivat ist, es reicht völlig, wenn Sie wissen, das sind spekulative Wettgeschäfte, wo man einfach nur Verträge abschließt zwischen Banken oder zwischen Spekulanten. Das Leinöl wird überhaupt nicht bewegt, sondern man wettet auf die Kurse. So, und der Punkt ist jetzt, Keynes hat auch sehr schöne Texte darüber geschrieben, wie man mit Derivaten am besten spekuliert. Die sind heute genauso gültig wie 1923. Aber der Punkt bei Keynes ist eben, weil er auf den Finanzmärkten sich auskannte wie sonst kein Ökonom, wollte er, dass man die Finanzmärkte entmachtet. Nicht? Keynes Theorie ist eigentlich eine Theorie, die versucht zu erklären, warum man das Finanzcasino, auch dieses Wort ist von Keynes, wieder schließen muss. Und das macht natürlich Keynes heute ungemein aktuell. Also er hat eine Theorie entwickelt, die erklärt, wie der Kapitalismus heute von den Finanzmärkten gesteuert, getrieben und auch zerstört wird. Ja, heute wird ja immer nur so getan, als wäre Keynes im besten Fall, wenn man ganz großzügig ist, sagt man, ja, das war ein Krisenökonom, so nach dem Motto, wenn ein Konjunktureinbruch ist, dann muss der Staat sich verschulden und Konjunkturprogramme auflegen. Das ist nicht ganz falsch, das hat Keynes auch geschrieben und das war ja auch sehr hilfreich in der Finanzkrise 2008, darüber haben wir ja schon gesprochen. Aber Keynes war eben weit mehr. Nicht? Er hat eine, wenn man das alles liest, eine umfassende Theorie des Geldes und der Finanzmärkte hinterlassen. So, vielleicht, damit Sie das zum Schluss, ich will ja gar nicht so weit reden, aber damit Sie sehen, wie wichtig das für Keynes war, die Finanzmärkte zu entmachten, vielleicht noch die Geschichte seines Todes. Also ich hatte das ja schon erzählt, dass Keynes 1946 gestorben ist. Er ist an einer Herzkrankheit gestorben, die man heute mühelos behandeln könnte, indem man Antibiotika gibt. Damals gab es aber noch keine Antibiotika. Keynes hatte diese Herzkrankheit seit 1937. Alles, was man machen konnte, das war natürlich dann auch der Ratschlag des Arztes, war,
sich ins Bett legen, möglichst viel Ruhe, keinerlei Anstrengung. So genau an diesen Rat hat sich Keynes aber überhaupt nicht gehalten, nicht, sondern als der Zweite Weltkrieg ausbrach, 1939, hat er das gemacht, was er auch schon im Ersten Weltkrieg gemacht hat. Er hat die Kriegskredite Englands mit den Amerikanern verhandelt. Aber ab 1943 ist er, obwohl dann die Kriegskredite schon alle längst liefen und eingetütet waren, immer wieder, trotzdem immer weiter in die USA gefahren, obwohl der Arzt immer ganz entsetzt war und das verhindern wollte. Keynes selber wusste, dass das sein Tod ist, wenn er immer in die USA fährt. Aber sein Ziel war eben, ein Weltwährungssystem durchzusetzen, mit fixierten Wechselkursen, sodass es eben keinerlei Spekulation mehr geben kann. Nicht? Ihm war ganz klar, dass die Weltwirtschaft nur störungsfrei funktioniert, wenn man eben nicht mit den Währungen spekulieren kann. Und das Tragische ist, ich will ja jetzt hier nicht in alle technischen Details gehen, das Weltwährungssystem von Keynes hätte funktioniert. Genau dieses System hätte auch die Euro-Krise verhindert, wenn man es eingeführt hätte. Nur leider war es so, dass sich nicht das Weltwährungssystem von Keynes durchgesetzt hat nach dem Zweiten Weltkrieg, sondern das System, das die Amerikaner haben wollten, die sich natürlich die politische Macht hatten, ihr wirklich schwachsinniges Weltwährungssystem durchzusetzen, das nur den amerikanischen Interessen diente, einfach weil die USA den Zweiten Weltkrieg gewonnen hatten und die Supermacht waren. Aber was ich Ihnen gerne mitgeben will, ist, dass Keynes absolut visionär war und dass wir eigentlich seine Theorien auch heute unbedingt anwenden sollen. So viel vielleicht erstmal. Also vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben, dass ich ein bisschen Werbung für Marx und Keynes machen durfte. Ja. Dankeschön erstmal für die Einführung. Das ging ja doch schneller als erwartet. Wir hätten eigentlich doch noch Zeit für Smith, wenn Sie das jetzt flexibel noch anhängen wollen. Wollen Sie Smith auch noch hören? Ja. Ja, okay. Gut, das ist natürlich sehr ungewöhnlich, aber dann packe ich vorne nochmal an, dann macht nichts. Okay, dann ja, Adam Smith, wie gesagt, ist der Erste in der Reihe. Er hat von 1723 bis 1790 gelebt, also im 18. Jahrhundert, war ein Schotte, kam aus Edinburgh und hat auch die meiste Zeit seines Lebens in Schottland verbracht. Wir wissen über Smith ganz wenig, fast nicht, weil es nämlich so war, dass Adam Smith eine Woche vor seinem Tod alles hat verbrennen lassen. Und seitdem sind die ganzen Smith-Forscher natürlich todtraurig, weil nämlich klar ist, aus dem, was man aus der Überlieferung weiß, dass Smith nicht nur etwa alle Briefe vernichtet hat oder Rechnungen nie aufgehoben hätte oder ähnliches, sondern er hat auch alle seine Bücher verbrannt, die nicht schon veröffentlicht waren. Und man weiß, dass viele seiner Werke, die wichtig waren, fast vollständig schon fertig geschrieben waren. Die wurden aber auch alle ins Feuer geworfen. Ganz einfach, weil Adam Smith Perfektionist war und er wollte nur mit den Werken wirken, die eben aus seiner Sicht schon veröffentlichungsreif waren. Und das waren eben leider dann aus seiner Sicht nur die beiden Bücher, die schon gedruckt waren. Das eine ist ein Buch gewesen über Philosophie, das lasse ich jetzt mal weg. Und das andere Buch ist das Buch, das die Volkswirtschaftslehre begründet hat. Vorher gab es das Fach nicht, dann kam Adam Smith, hat ein Buch geschrieben und das Fach Ökonomie fing an zu existieren. Wahrscheinlich haben Sie von diesem Buch auch schon immer gehört. Es ist 1776 erschienen, also genau in dem Jahr, als auch die Amerikaner unabhängig wurden, 1776, und heißt Wohlstand der Nation. So, jetzt ist natürlich die Frage, warum ist dieses Buch so wichtig? Weil man könnte sagen, dass er den Kapitalismus auf den Begriff gebracht. Viele Sachen, die wir heute für völlig selbstverständlich halten, stammen in Wahrheit von Adam Smith. So, und das Erste, was er sozusagen erfunden hat, ist, dass man die Gesellschaft in Unternehmer und Arbeitnehmer oder man könnte sagen Kapitalisten und Arbeiter oder Kapitalisten und Proletarier, wie immer man das nennen will,
Trend, dass das die entscheidende Kategorie ist, um den Kapitalismus zu verstehen, dass es Leute gibt, die Produktionsmittel besitzen, wie Marx sagen würde, und Leute, die eben nur ihre Arbeitskraft verkaufen können. Da werden Sie jetzt alle denken, genau so ist die Welt, aber vorher hat man das ganz anders strukturiert. Da dachte man nämlich, dass die Wirtschaft so aussieht, es gibt die Landwirtschaft und da wurden alle einsortiert. Also der reiche Adlige genauso wie der Tagelöhner. Nicht? Also man hat in Branchen gedacht. Dann gab es die Manufakturen, wieder das Gleiche. Nicht? Alle waren einsortiert, egal ob man die Manufaktur besitzt oder ob man da nur Lehrling ist. Und das Gleiche natürlich dann auch beim Handwerk. Wieder wurde die Meister zusammengesammelt mit den ihren Angestellten. Und Ian Smith hat gesagt, das ist doch völlig egal, in welcher Branche die Leute arbeiten. Entscheidend ist eben nur, ob sie die Produktionsmittel besitzen oder ob sie abhängig beschäftigt sind. Smith war auch der Erste, der die Frage gestellt hat, die eigentlich bis heute interessant ist. Deswegen heißt sein Buch auch Wohlstand der Nation, nämlich, wo kommt eigentlich das Wachstum? Dass er diese Frage gestellt hat, ausgerechnet im 18. Jahrhundert, liegt daran, dass er Zeitzeuge einer Revolution war. Der Kapitalismus, so wie wir ihn heute kennen, man könnte auch sagen, die Industrialisierung, begann eben in England um 1760. Und die Gründe lasse ich jetzt alle weg, das ist ein eigener Vortrag, wieso kommt es plötzlich zu Wachstum, das lassen wir mal. Aber das haben schon die Engländer im 18. Jahrhundert selbst wahrgenommen, dass sie reicher werden als ihre Nachbarn und dass auch etwas geschieht, was es bis dahin noch nie gegeben hatte, nämlich dass dieser Reichtum sogar bei den Ärmsten, also bei den Tagelöhnern, ankam. Es gab in der Zeit dann auch schon so Pamphlete und Flugschriften und so, die das versucht haben zu thematisieren, wie seltsam das doch ist, dass die Armen in England viel reicher sind als die Armen in Frankreich. Was in der Tat damals so war. So, und das war natürlich die Frage, ja, wo kommt plötzlich dieser Reichtum her? Und deswegen hat Adam Smith sein Buch eben auch Wohlstand der Nation. Genau. So, jetzt, und seine Antwort ist, das erscheint Ihnen dann vielleicht heute auch nicht mehr so gewesen, ja? Aber es war ein kompletter Perspektivwechsel. Seine Antwort war, der Reichtum entsteht durch Arbeit. So, jetzt werden Sie alle sagen, ja genau, man muss arbeiten, dann hat man auch eine Ware. So hatte man aber bis dahin nicht gedacht, sondern bis dahin hatten die Leute angenommen, und diese Richtung hieß, vielleicht haben Sie das Wort schon mal gehört, Merkantilismus, dass das Entscheidende eben Gold, das Gold und das Silber ist, das im Tresor des Fürsten ist. Nicht? Also die Idee war, wenn wir ganz viel Gold haben als Gesellschaft, dann sind wir reich. So, und Smith hat versucht zu zeigen, nein, das Vermögen ist uninteressant. Was zählt, ist das Einkommen. Also, das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen abstrakt, aber so gehen wir heute noch vor, wenn wir, was wir messen mit dem Bruttoinlandsprodukt oder mit der jährlichen Wirtschaftsleistung, das ist das, was jährlich erarbeitet wird. Das ist das Einkommen. Also Smith hat gesagt, im Kern, das Einkommen ist wichtig, nicht das Vermögen. Oder anders gesagt, jetzt in der Sprache der Ökonomen, die Fließgröße ist wichtig, nicht die Bestandsgröße. So, jetzt denken Sie vielleicht, was soll ich denn damit jetzt anfangen? Aber wenn man sich anguckt, was in der Euro-Krise zum Beispiel falsch läuft, dann ist es genauso, ist immer genau das Problem, dass es immer nur um irgendwelche Vermögenstitel geht und nicht um das Einkommen. Sie wissen, Sie lesen es jeden Tag in der Zeitung, es geht darum, dass irgendwelche Leute in Griechenland oder Spanien ihre Schulden zurückzahlen sollen. Jetzt sind Schulden aber nichts anderes als negatives Vermögen. Das ist ein Bestand, das sind irgendwelche Geldforderungen von anno dazumal. Aber damit diese Schulden wieder eingetrieben werden, ist man bereit in Europa, die Wirtschaftsleistung einbrechen zu lassen. Nicht? Die Konjunktur geht runter, weil man darauf besteht, dass irgendwelche Schulden irgendwann mal zurückgezahlt werden. Und das ist genau der Fehler, den Adam Smith vor 250 Jahren schon kritisiert hat, dass man immer auf den Bestand guckt und völlig vergisst, dass das Entscheidende das Einkommen ist, nicht das Vermögen.
Und dieser Wechsel der Perspektive zu sagen, es geht um die Wirtschaftsleistung, nicht um irgendwelches Gold oder Geld, das ist so genial, dass man es eigentlich gar nicht fassen kann. Vielleicht noch zwei Sachen zu Smith und dann höre ich auch auf. Also Smith hat in seinem Buch, das auch sehr lesbar ist, sehr lustig ist, in großen Strichen Fragen gestellt, die waren in seiner Zeit einfach revolutionär und beschäftigen Wirtschaftshistoriker noch heute. Zum Beispiel war Smith auch der allererste, der sich gefragt hat, lohnt sich eigentlich Sklaverei ökonomisch? Nicht zu seiner Zeit war die Sklaverei ja noch in voller Blüte. Jedes Jahr wurden Hunderte, Tausende von Afrikanern nach Amerika geschippert. Und natürlich war es damals schon so, dass es viele Leute gab, die das moralisch abgelehnt haben. Also Theologen und auch Philosophen haben gesagt, das kann nicht sein, dass der ein Mensch einen anderen Menschen versklavt. Und das sind doch alles Kinder Gottes. Also und diese Art von Argument hat Smith auch geteilt. Nur er hat dieses moralische Argument eben zum allerersten Mal ökonomisch sozusagen flankiert und gezeigt, auch eine geniale Stelle in seinem Buch, dass Sklaverei nicht billig ist, wie alle dachten, sondern in Wahrheit sehr, sehr teuer. Diese Stelle kann ich nur empfehlen. Andere Sache, die er, wo er genial war, und das ist auch wunderbar formuliert, er hat sich gefragt, eine Frage, die auch heute noch ganz aktuell ist, warum sind Arbeiterkinder eigentlich hinterher auch Arbeiter? Und er hat gezeigt, wirklich eine wunderbare Stelle, dass es nicht die Leistung des Einzelnen ist und auch nicht die Intelligenz von irgendwie, die dann entscheidet, ob jemand Arbeiter, Philosoph oder Unternehmer wird, sondern dass allein, da war absolut radikal, dass allein die Herkunft entscheidet. Dass also Arbeiterkinder deswegen Arbeiter werden, weil ihre Eltern schon Arbeiter sind. Und das haben wir ja 240 Jahre später, wie man an Pisa sieht, immer noch nicht. Und Adam Smith hat schon dann vor 240 Jahren die Forderung erhoben, die völlig naheliegend ist, nämlich, es muss eine staatliche Schulbildung geben, die staatlich finanziert ist. Das war, jetzt denken Sie ja genau, nicht, aber wie sensationell das war in seiner Zeit, versteht man erst, wenn man weiß, dass die allgemeine Schulpflicht erst 100 Jahre später eingeführt wurde in England. Und er wusste auch schon, wie man das finanzieren sollte, nämlich durch eine progressive Einkommensteuer. Also Smith hatte schon die Idee, dass jeder nach seiner Leistungsfähigkeit besteuert werden soll. Auch das kam erst 100 Jahre später in England zustande. Das heißt, Adam Smith, das merken Sie vielleicht, war nicht konservativ. Heute wird oft so getan, als wäre er der Gründungsvater der Neoliberalen gewesen, alles Unsinn. Würde Adam Smith heute leben, wäre er wahrscheinlich Sozialdemokrat. Auf jeden Fall war er Sozialreformer. In seiner Zeit wurde er auch nicht etwa von den Linken kritisiert, sondern von den Konservativen, von den Rechten. Und wenn man versteht, dass Adam Smith eigentlich Sozialreformer war, versteht man vielleicht auch, warum Marx ein so großer Fan von Adam Smith war und alle seine Begriffe direkt von Adam Smith und auch Ricardo übernommen. So, damit jetzt vielleicht erstmal Schluss, nicht, dass ihr so einen kleinen Eindruck bekommen. Ich muss zugeben, ich habe mich in alle drei Herren verliebt, denn man muss sagen, alle drei waren Genies. Ja, herzlichen Dank erstmal für die Einführung. Ja. Jetzt gab es ja schon eine Wortmeldung, oder hat sich die erledigt? Ja, der Herr bitte. Ja? Bitte schön. Ja. Ja, habe ich gelesen.
Okay, Dankeschön. Bitte schön, Frau Herrmann. Ja, das waren ja jetzt viele Aspekte. Also ich würde vielleicht mal bei dem letzten Anfang, Geld soll weg. Ich mache mich jetzt hier mal bewusst unbeliebt. Ich weiß, dass das jetzt vielleicht nicht jeder glauben will. Also ich hoffe, dass Sie mir abnehmen, dass ich Marx für wirklich genial halte, weil er diese technische Dynamik des Kapitalismus genau richtig beschrieben hat. Aber er hatte noch keine funktionierende Geldtheorie. Das ist jetzt keine Schande, weil alle anderen, auch die Konkurrenz, die Liberalen, die hatten auch keine funktionierende Geldtheorie, sondern Marx hat sich das Geld im Wesentlichen so vorgestellt, das kann man in Kapital 1 auch nachlesen, dass er dachte, Geld sei Gold und das Gold hätte seinen Wert eben dadurch, dass es so viel Arbeit macht, das Gold aus der Erde zu schöpfen. In Marx' Zeiten gab es dann auch schon Geldscheine, die kamen auf, Banknoten gab es ganz frisch. Da hatten auch schon Marx gesehen, komisch, diese Banknoten machen gar keine Arbeit, machen auch Wert. Und das konnte er sich aber nicht wirklich. So, wie gesagt, keine Schande. Im 19. Jahrhundert gab es sowieso weit und breit, nirgendwo auch bei den Konservativen eine funktionierende Geldtheorie. Sondern man muss einfach sagen, die eigentlich wichtige Geldtheorie kam erst im 20. Jahrhundert auf. Und Keynes war da ein ganz wesentlicher Punkt. So, und es wird jetzt vielleicht wieder ein bisschen abstrakt, aber ich würde Ihnen das gerne erklären, wie Geld entsteht, weil man dann nämlich auch sofort versteht, was das jetzige Problem an den Finanzen ist. Sie müssen sich das so vorstellen, dass Geld aus dem Nichts entsteht, in dem Moment, wo man einen Kredit vergibt. So, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen abstrakt, wie das jetzt sein kann, aber ganz, vielleicht am besten kann man sich das erklären am Beispiel des Überziehungskredits. Also stellen Sie sich mal vor, Sie haben ein Konto und da ist gar kein Geld. Ich weiß jetzt nicht, wie schwer Ihnen das fällt, sich vorzustellen, dass auf Ihrem Konto kein Geld ist. Aber da ist jetzt kein Geld, genau. Aber Sie haben mit Ihrer Bank ausgemacht, Sie dürfen das Konto überziehen. Und dann wissen Sie ja, wie das läuft. Sie gehen mit der EC-Karte zum EC-Automaten, stecken die da rein, es kommt Geld raus und genau in dem Moment bucht die Bank bei Ihrem Girokonto ein Minus. Und volkswirtschaftlich gesehen ist in dem Moment Geld entstanden, neues Geld. So, wenn Sie jetzt irgendwie wieder Einnahmen haben und den Kredit wieder tilgen, also Ihr Minus da wieder streichen, indem Sie Geld einzahlen, dann ist das Geld auch wieder volkswirtschaftlich gesehen verschwunden. Das heißt, die Geldmenge in der Volkswirtschaft expandiert ungefähr genauso stark wie die Kreditsumme. So, das ist jetzt erstmal kein Problem und sogar eigentlich super, weil man dann die Geldmenge immer anpassen kann an das Wachstum. Und wenn man die Kredite aufnimmt, um zu investieren, entsteht auch kein Problem. Also angenommen, man nimmt den Kredit auf und kauft eine Maschine, mit der man dann neue Waren herstellen kann, dann ist ja alles schön. Nicht? Dann ist die Geldmenge expandiert, aber die Warenmenge ja auch. Null Problem. So, und leider, und jetzt komme ich wieder auf Ihren Punkt, ich glaube, das wollten Sie nämlich auch so andeuten, leider leben wir aber nicht mehr in dieser Welt. Inzwischen ist es so, dass die Kredite nicht vergeben werden, um in der Realwirtschaft zu investieren, sondern die allermeisten Kredite werden vergeben zwischen Banken. Bank A vergibt einen Kredit an Bank B und Bank B vergibt einen Kredit an Bank A. Da könnte man ja denken, okay, ist ja Nullsummenspiel. Nee, weil sondern indem da ständig hin und her Kredite vergeben werden, wächst die Geldmenge bei den Banken und mit diesem Geld wird dann spekuliert. Und damit Sie mal sehen, welche Ausmaße das angenommen hat, dann höre ich auch wieder auf, damit Sie noch weitere Fragen stellen können, aber damit Sie das sehen, nur die Deutsche Bank als Beispiel. Also Sie denken vielleicht, dass die Deutsche Bank eine normale Bank ist, in dem Sinne, dass sie Kredite vergibt und Spareinlagen einsammelt. Das ist der totale Irrtum. Nicht? Die Bank hat eine Riesenbilanz, 1,6 Billionen Euro. Und wenn Sie da reingucken, dann stellen Sie fest, dass ein Drittel schon Derivate sind. Also diese spekulativen Wettgeschäfte, mit denen Keynes ja auch reich geworden ist. Aber das und auch der Rest der Bilanz hat eigentlich mit normalen Bankgeschäft was nicht zu tun. Anders gesagt, wir haben da eine Bank, das ist eigentlich ein staatlich garantierter Hedgefonds. So, und genau diese Phänomene hat eben Keynes schon versucht zu beschreiben und dann einzudämmen. Jetzt sind wir doch weit. Aber wir können auch ein bisschen sammeln vielleicht. Ja, bitteschön. Letzte Reihe. Ja, wir sammeln. Ja, genau.
Ja, genau. Dankeschön. Passt die Frage dazu oder ist eine andere Frage? Ja, dann erstmal vielleicht. Also, Sie kennen sich bei Bretton Woods sehr gut aus, genau. Also, das Weltwährungssystem, das wir dann hatten, das war das, was die USA durchgesetzt haben, hieß Bretton Woods, weil es eben beschlossen wurde in Bretton Woods. Das war ein Ort in den USA. Das hat von 1944 oder 45 dann genau bis 1973 so mehr oder minder gehalten. Die wesentlichen Punkte von Bretton Woods wurden auch schon erklärt. Also der Witz war, die Leitwährung war der Dollar. Nicht alle anderen Währungen wurden an den Dollar zu einem Festkurs gekoppelt. Und der Dollar war wiederum gebunden an das Gold. Und zwar zu einem Kurs $35 waren eine Feinunze Gold. So, und jetzt, da bin ich ganz bei Ihnen. Und jetzt fangen unsere Differenzen an. Also der Punkt wäre aus meiner Sicht, Bretton Woods wäre immer zusammengefallen. Denn es war eben ein fataler Fehler, die Währung an den Dollar zu koppeln. Damit fängt es schon an. Also es gibt zwei Fehler in diesem Bretton Woods System. Erstens, dass der Dollar die Leitwährung ist und zweitens, dass man das System an das Gold gekoppelt. Das erste Problem, fangen wir mal bei der Golddeckung an. Das erste Problem ist einfach ganz schlicht. Man hat eine wachsende Wirtschaft, Weltwirtschaft, und das Gold wird nicht mehr. Ja, wie soll denn das klappen? So. Ja, genau, 2%. Und im Augenblick wächst aber die Weltwirtschaft zum Teil stärker. Weil die aufholende Industrialisierung der anderen Länder wurde gar nicht berücksichtigt. So, es war also mit der Golddeckung schon sehr schwierig. Dann kam das zustande, was Sie erzählt haben, nämlich, dass man auch noch einen Vietnamkrieg geführt hat. Das heißt, die USA haben einfach immer letztlich Geld gedruckt, die Staatsverschuldung erhöht. Und dann kam es zu Kabarett 3 bis 10, nämlich, dass dann sich die Franzosen beispielsweise gedacht hatten, die dann auch jede Menge Dollarreserven hatten. Wir wischen den Amerikanern jetzt mal eins aus, das war De Gaulle, und sagen ihnen, hier, wir haben so viele Dollar, die wollen wir gerne in Gold tauschen. Wir mussten halt die Amerikaner zugeben, dass sie gar nicht das Gold haben, dass man das gar nicht eintauschen kann. Gab es jede Menge Gold. So, aber das, neben dieser Golddeckung, die wurde dann eben auch aufgegeben, weil es nicht mehr zu machen war, ist das zweite Problem eben diese Fixierung auf den Dollar. Denn was passiert dann? Wenn der Dollar die Leitwährung ist, das wurde übrigens als Problem schon 1958 klar beschrieben und so ist es dann auch gekommen, dann müssen ja eigentlich alle Länder immer gucken, dass sie Dollarreserven. Und dadurch wird der Dollar letztlich oder wird die USA gezwungen, immer mehr zu importieren als zu exportieren. Also sie werden in ein Leistungsbilanzdefizit gezwungen. Das wäre auf Dauer, hätte auch nicht funktioniert. So, was wäre jetzt das Gute an dem System von Keynes? Keynes hat die Golddeckung eigentlich abgeschafft. Er hatte ein System, das ohne Gold funktionierte. Das zweite ist, der Dollar war nicht im Zentrum, sondern es gab einen Währungskorb. Also die USA wären nicht in das Leistungsbilanzdefizit gezwungen worden. Und das Entscheidende aber, und das fehlte bei Bretton Woods ganz und klar, und das fehlte eben auch bei der Konstruktion des Euros, Keynes hat ganz genau gesehen, dass der Welthandel nur funktioniert auf Dauer, wenn man verbietet, dass einige Länder Exportüberschüsse anhäufen und die anderen im Defizit sind. Und deswegen hatte er ein System, wo man Strafzinsen zahlen musste, wenn man zu viel importierte,
Aber man musste eben auch Strafzinsen zahlen, wenn man zu viel exportiert. Müsste also Deutschland im Augenblick ganz viel zahlen. Ja, genau. Deutschland mit einem Exportüberschuss von 8% der Wirtschaftsleistung müsste also permanent Strafzinsen zahlen. Und damit wäre ja nicht nur, dass man dann eben tatsächlich auch immer Geld bezahlen muss. Strafzinsen sind ja auch sozusagen ein politisches Signal nach dem Motto, das ist nicht in Ordnung, dass ihr Exportüberschuss habt. Das heißt jetzt nicht, oft denken dann Leute, ja, dann darf man nicht mehr exportieren. Nein, das heißt einfach nur, wenn man ganz viel exportieren will, das ist ja der Fall von Deutschland, wir haben auch viele Waren, die man auf dem Weltmarkt gut verkaufen kann, dann ist eben die Kehrseite, dass man auch viel importieren muss. Es zwingt einen ja, niemand will Deutschland verbieten, dass wir exportieren, aber wir müssen eben auch importieren. Aber die deutsche Masche, wir exportieren die ganze Zeit nur und nehmen von den anderen aber nichts. Das wäre mit dem keynesianischen System eben nicht gegangen. Und das ist das Revolutionäre an diesem System. Nee, jetzt hatte sich hier eine Dame gemeldet, die ist jetzt dran. Bitte schön. Ja, bitte, Sie haben das Wort. Ja, okay. Oh, die Leserin, genau, super, ja. Die Lesebrille kommt zum Einsatz. Gut, nee, das sind sehr gute Fragen. Das ist das Weltwährungssystem, genau. Sehr gute Frage. Gut, das war ja jetzt sehr komplex. Und Frau Herrmann, bitteschön. Ja, das waren wirklich sehr gute Fragen. Also zum Thema Konkurrenz und Wettbewerb möchte ich nichts sagen. Also teile ich Ihre Auffassung nicht, dass sie nicht synonym sind, aber das kann ja jeder entscheiden, wie er das sehen will. Jedenfalls mit dieser sprachlichen Messe will ich mich jetzt nicht aufhalten. Zum Thema zweite Frage, was ist mit Wahrheit gemeint? Also das Problem ist, dass die heutige Neoklassik, also der Mainstream, der denkt, er hätte eine Wahrheit. Die denken nämlich, wollen eine Volkswirtschaftslehre konstruieren, die wie die Physik funktioniert, also eine Naturwissenschaft ist.
Deswegen ja auch diese ganzen mathematischen Modelle, die in Wahrheit alle sinnlos sind, auch gar nicht funktionieren. Aber man hängt an dieser Mathematik, weil man dann eben denkt, dass man Wahrheit produziert wie in der Physik. Und das hat auch den Zweck, dass man dann, wenn man erstmal so eine Wahrheit hat, in Anführungsstrichen, nach dem Motto, der Markt tendiert immer zum Gleichgewicht und der Markt ist eben das Verteilungsinstrument im Kapitalismus, dann hat man nämlich ganz bequem die politische Frage nach der Macht entsorgt. Die gibt es nicht mehr. Dann ist die These eben, wenn viele arm sind und einige reich, dann können wir das auch nicht ändern. Das ist eben ein Marktergebnis. Und der Markt entscheidet, wer was hat. Also die These ist, kennen Sie alle bei der Neoliberalen, jeder verdient, was er verdient. Und wenn es Milliardäre gibt, dann eben deswegen, weil die so leistungsstark sind, nicht? Und sich im Wettbewerb oder Sie würden sagen in der Konkurrenz erfolgreich durchgesetzt haben. So, und diese Wahrheit, das kann man, das zeige ich ja in meinen Büchern, existiert nicht. Die Volkswirtschaftslehre ist eben keine Naturwissenschaft, sondern sie ist eine Gesellschaftswissenschaft. Sie ist eine Wissenschaft wie die Geschichtswissenschaft oder die Politologie. Also sie befasst sich mit sozialen Phänomenen, in diesem Fall aber ein soziales Phänomen namens Kapitalismus, das historisch entstanden ist, zufällig entstanden ist, 1760 in England. So, das war das Thema Wahrheit. Jetzt es gibt die Wahrheit nicht. Jetzt ist natürlich, wenn es die Wahrheit aus meiner Sicht eben nicht gibt, sondern wir wissen, wie Gesellschaftstheorien funktionieren, es gibt unterschiedliche Interpretationen. Ich kann nicht behaupten, dass meine Sicht auf den Kapitalismus richtig ist. Es gibt eben konkurrierende Deutungen. Und ich glaube auch tatsächlich, dass dieses System immer wieder vor neuen Herausforderungen steht. Also wenn man sich fragt, was müsste die Volkswirtschaftslehre jetzt erforschen, was bisher nicht erforscht worden ist, dann gibt es aus meiner Sicht eben zwei zentrale Fragen. Aber damit will ich nicht sagen, dass die Liste geschlossen ist, sondern man könnte sagen, es gibt bestimmt auch noch andere Fragen, die genauso wichtig sind. Aber die erste Frage, die haben wir schon besprochen, nämlich dadurch, dass die Banken sich untereinander immer Kredit vergeben haben, sitzen wir auf einer gigantischen Geldblase. Nicht? Es gibt eine Realwirtschaft, die ganz schwach wächst und darüber eine riesen Finanzblase, die diese Realwirtschaft inzwischen erdrückt. Und die Frage wäre eben, was muss man eigentlich genau machen, um diese Finanzblase abzusaugen? Es reicht nicht, sie zu stabilisieren, sondern sie muss eigentlich wieder verschwinden. Und das zweite große Thema wäre, wo es auch überhaupt keine Forschung gibt, ist das Thema Ausstieg aus dem Kapitalismus. Wenn das, ich hoffe, dass Sie wahrgenommen haben, dass ich dieses System faszinierend finde, eben weil es das erste soziale Gesellschaftssystem war in der Menschheit, das dynamisch ist in dem Sinne, dass es Wachstum erzeugt. Auch Marx war ja komplett fasziniert von von der Dynamik im Kapitalismus. Es erzeugt Wachstum, aber dummerweise ist es eben auch ein System, das Wachstum benötigt, um stabil zu sein. Wir wissen aber, dass man in einer endlichen Welt nicht unendlich wachsen kann. Und im Augenblick sind wir schon in der Situation, dass wir zwei Planeten verbrauchen, aber nur einen haben. So, und da ist natürlich irgendwie die Frage, wie kommt man jetzt aus diesem System wieder raus? Das ist nicht erforscht, das ist weitaus schwieriger, als man sich das so gemeinhin denken würde. Und das wäre auch ein Riesenthema, wo man mal mit der Forschung beginnen könnte. Gibt es denn daran überhaupt Interesse? Also ich nehme das so wahr, dass es überall Interesse gibt, aber dass es eine Riesenfrustration gibt. Also zum Beispiel, nehmen wir mal die IG Metall. Da war ich jetzt schon mehrfach, irgendwie sollte ich da Ökologie-Podien moderieren. Sie wissen, in der IG Metall ist im Wesentlichen die Automobilindustrie organisiert, die ja in Deutschland auch einen riesen Teil ausmacht, nämlich ungefähr ein Zehntel aller Arbeitskräfte arbeitet direkt oder indirekt in der Automobilindustrie. Jeder bei der IG Metall weiß, dass das Auto keine Zukunft hat in der Form, in der es im Augenblick existiert, einfach weil es zu viel Energie und zu viele Rohstoffe verbraucht. Dass also der Abschied vom Auto, so wie wir es kennen, unmittelbar bevorsteht. Deswegen macht ja die IG Metall auch diese Ökologie-Panels, die ich dann da moderieren darf. Und man merkt richtig, die IG Metall will, dass man ihnen sagt, was sie machen sollen, wie der Umstieg aussehen soll, aber es gibt überhaupt gar keine Vorschläge. Das ist ein gesamtgesellschaftliches Interesse, das auch, glaube ich, bei allen angekommen ist. Alle haben irgendwie das Gefühl, das wird hier wirklich brenzlig. Also wenn man jetzt zum Beispiel solche Bilder sieht wie
aus Peru oder so oder aus Nordchile, wo es in Wüsten regnet, wo es noch nie geregnet hat, dann ist irgendwie doch allen klar, dass das Klima sich radikal ändert, dass es auch unkontrollierbar ist und dass das rasant gefährlich werden kann. Nur, also das hat sich, glaube ich, allgemein durchgesetzt als Erkenntnis, dass es irgendwie brandgefährlich ist, aber keiner weiß im Augenblick eben, wie man da rauskommt. Jetzt war noch die Frage störungsfreier Kapitalismus. Also wenn man jetzt erstmal nur über das System redet, wie es ist, abgesehen von dem Problem, dass man nicht ewig wachsen kann, dann gibt es aus meiner Sicht ein ehernes Gesetz, wie man Störungen vermeiden kann, nämlich indem die Löhne mit der Produktivität steigen. Das klingt jetzt vielleicht auch so ein bisschen abstrakt. Produktivität heißt ja einfach nur, durch technischen Fortschritt kann jeder einzelne Arbeitnehmer einfach mehr herstellen. Die Produktivität in Deutschland geht ungefähr 1,5% pro Jahr hoch. Also es werden immer mehr Waren hergestellt. Und es ist natürlich ganz klar, dass die Löhne mitsteigen müssen, denn sonst stellt sich ja sofort das Problem, wer soll diese ganzen Waren kaufen, wenn nicht die Arbeitnehmer. So, und wenn man den Fehler macht, den jetzt auch Deutschland macht, dass man nämlich die Reallöhne nicht steigen lässt, Sie wissen, seit 2000 stagnieren die mittleren Reallöhne. In den USA stagnieren sie übrigens schon seit 1975, das muss man sich mal vorstellen. Jetzt verdienen normale Amerikaner, wenn man die Inflation rausrechnet, genauso viel wie 1975. Es ist echt erstaunlich, dass Trump erst jetzt an die Macht gewählt wurde. In Japan stagnieren die mittleren Reallöhne seit 1990. Dann sieht man natürlich, das kann man auch in der Geschichte zeigen, aber das will ich jetzt auch nicht alles erzählen, dass immer wenn die Reallöhne stagnieren und die Produktivität weiter steigt, also die Waren immer mehr werden, aber keiner kann sie kaufen, dass das ganz schnell dazu führt, dass die Reichen auf die Finanzmärkte abwandern, weil sich Investitionen ja gar nicht lohnen. Warum soll man in Fabriken investieren, die sowieso schon zu viel herstellen, weil niemand es kauft? So, das ist also das Thema störungsfreier Kapitalismus ist, die Löhne müssen permanent steigen. Wenn das nicht passiert, gerät das ganze System sofort, und zwar sofort, aus dem Gleichgewicht. Nun heißt der, wie gesagt, der Titel, der im Vorfeld für Kritik gesorgt hat, kein Kapitalismus ist auch keine Lösung. Da wäre erstmal so meine Vorfrage, wie ist der überhaupt entstanden? Ja, das ist ein sehr unangenehmes Thema. Also ich, weil das der Titel ist ehrlich gesagt gar nicht von mir, sondern von meinem Verleger. Und der ist auch total stolz auf sich. Und ich weiß nicht, ob Sie schon mal so einen Buchvertrag gesehen haben, das läuft also sinngemäß steht da drin. Der Autor entscheidet über den Inhalt seines Buches, ist ja auch irgendwie logisch, nicht? Der Verleger kann das ja gar nicht schreiben. Aber der Titel wird vom Verlag bestimmt. Man wird als Autor durchaus informiert und es gibt auch so eine Art Beratung, aber am Ende entscheidet der Verlag. So, und also mein Titel war nämlich der jetzige Untertitel, nicht? Die Krise der heutigen Ökonomie, was wir von Adam Smith, Karl Marx und John Maynard Keynes lernen können. Da meinte, ich weiß nicht, wie Sie das einschätzen, aber als mein Verleger das sah, meinte er zu mir, also wir haben ein sehr gutes Verhältnis, nicht, dass ich das jetzt missverstehe, da meinte er zu mir, Ulrike, das liest kein Mensch. Provokatives. Da muss was Provokantes hin. Gut, das nächste, was ich in dieser Sache hörte, war, dass er mir gesagt hat, ja, das Buch heißt, kein Kapitalismus ist auch keine Lösung. Dann war ich ehrlich gesagt nicht so begeistert und habe dann meine Taz-Kollegen gefragt, was die denn dazu davon halten, denn Zeitungsleute wissen ja, wie Titel funktionieren. Ich muss zugeben, meine Kollegen waren auch sehr skeptisch und die sagten dann, ja, aber es gibt doch schon, kein Sex ist auch keine Lösung oder kein Alkohol ist auch keine Lösung und haben eher abgeraten, aber sie merken ja, dass ich mich nicht durchsetzen konnte und mein Verleger dann das bestimmt hat. Es ist aber nicht so, dass dieser Titel jetzt gar keine Verbindung zum Buch hätte, sondern das Buch ist ja, versucht ja zu zeigen, indem man sich über Smith, Marx und Keynes nochmal verständigt, was wie genial die waren, zu zeigen, wie blöd die Neoklassik oder die Neoliberalen sind. Und der Kern des Problems bei den Neoklassikern ist, dass der Kapitalismus gar nicht vorkommt. Also die Welt, in der sie leben, spielt in der herrschenden Volkswirtschaftslehre keine Rolle. Also nur mal so eine kleine Liste von Stichworten, wo Sie alle sagen würden, ja genau, das ist in diesem System wichtig. Wachstum, Technik, Investitionen, Großkonzerne, Geld, Gewinn, Banken, Finanzmärkte, Spekulation.
nichts davon spielt in der herrschenden Theorie irgendeine Rolle, sondern das ist eine, tatsächlich eine Theorie, und ich übertreibe nicht, ich bin jetzt hier nicht polemisch, sondern ich beschreibe die Theorie. Das ist eine Theorie, die so tut, als würden wir in einem fiktiven Mittelalter leben, als gäbe es die Industrialisierung gar nicht, als würde es nur um den Tausch von Bestandsgrößen gehen. Also so nach dem Motto, wie tausche ich Schuhe gegen Birnen? Und ökonomisch heißt dann diese völlige Fehlleitung der Theorie, haben Sie vielleicht schon mal gehört, wenn Sie Ökonomie studiert haben, bei den Neoklassikern geht es immer nur um die Allokation knapper Ressourcen. So, hinter diesem Wahnsinns-Ökonomie-Deutsch, übersetzt heißt das aber, es geht um die Verteilung dessen, was schon da ist. Und das hat ja aber Marx, aber auch Adam Smith oder Keynes haben das genau beschrieben, es geht nicht um die vorhandenen Bestandsgrößen, sondern es geht um die Dynamik des Einkommens und den Einsatz von Technik und die Rolle von Investitionen. Denn wenn man jetzt nochmal sozusagen auch im modernen Ökonomie-Deutsch sagen wollte, was ist eigentlich der strategische Punkt bei Marx, warum ist das so genial? Dann, weil er die Rolle der Investition ins Zentrum seiner Theorie gestellt. Und das kommt aber da alles bei den Neoliberalen irgendwie nur am Rande oder gar nicht. Ja, bitte kurz, aber kurz jetzt. Sie haben ja schon einen größeren Beitrag gehalten, kurz und dann. Ja, darum gibt, okay, danke schön. Darum gibt es ja die Linke, die dagegen sich einsetzt und versucht, die Welt zu verbessern und ja, zu verändern. Genau. Ja, bitteschön. Nee, kein Wohlstand. Für alle, das ist die nächste Veranstaltung. Nee. Du bist zu weit. Du bist eine Veranstaltung weiter. Das Buch heißt Kein Kapitalismus, auch keine Lösung und kein Wohlstand für alle, ist dann unsere nächste Veranstaltung mit Ulrich Schneider in 4 Wochen. Gut, okay. Ich wollte nur, dass es nicht durcheinander kommt. Das steht bei mir nirgends. Genau. Völlig richtig. Gut. Also alles klar. Die Frage ist die Überwindung, der Eigentumsverhältnisse. Genau, Frau Herrmann. Um vielleicht nochmal zu Karl Marx zurückzukommen. Er hat ja, wie erzählt, korrekt beschrieben, dass es am Ende nur noch Oligopole gibt, wo es wenige Großkonzerne gibt. Und Sie wissen auch, dass Marx diese Entwicklung eigentlich mit Freude gesehen hat, weil Marx das sich vorstellte, wenn es nur noch ganz wenige Kapitalisten gibt, dann muss man ja nur noch diese wenigen Kapitalisten enteignen und dann hat man den Kommunismus, so ungefähr hat er sich das vorgestellt. Das ist auch ein sehr schöner Teil, also das Kapital ist ja nicht immer leicht zu lesen, aber das 25. Kapitel, wo dann die Expropriation der Expropriateure drinsteht, das ist sehr anschaulich und auch sehr kurz, kann man auch empfehlen. So, Sie wissen alle, so ist es nicht gekommen, in Westdeutschland zumindest nicht. Und man kann jetzt auch nicht sagen, dass der Sozialismus ein wirklich erfolgreiches Modell war.
Das sage ich in aller Härte, weil es hat nicht, so, jedenfalls das, was es gab, hat nicht funktioniert. Das hat ja das ZK der SED selber festgestellt. Ich weiß nicht, wer von Ihnen das Schürer-Papier kennt. Das war ein Papier der Planungskommission im Herbst 1989 erstellt für Krenz. Und wenn man dieses Papier liest, das kann ich nur empfehlen, es war eigentlich gedacht als Geheimpapier, sollte bis zum 31. Dezember zerstört werden, hat überlebt, ist heute im Internet zu sehen, die Bilanz der SED über das, was wirtschaftlich passiert ist, ist sozusagen der totale Offenbarungseid. Der Verschleiß in der gesamten Wirtschaft war katastrophal, zwischen 61% in der Landwirtschaft und ungefähr 55% in der Industrie. Das heißt, die waren ja alle dabei. Es bröckelte alles. So, das heißt, sozusagen zentral gesteuerter Sozialismus scheint nicht zu funktionieren. Das muss man zur Kenntnis nehmen. Wenn man jetzt den Kapitalismus steuern will, wie gesagt, man braucht steigende Löhne, das wäre das eine. Das andere ist das, was Sie ansprechen, man braucht auch eine Kontrolle darüber, dass die Vermögen nicht völlig dass die Vermögen sich nicht an einer einzigen Stelle ballen und der Rest nichts hat. Diese Verteilung hinzubekommen, muss man eben, das ist wohl die Lehre aus der Geschichte, über die Steuern gehen. Das heißt man nicht, dass man, also es bringt nichts, sozusagen die Produktionsmittel zu verstaatlichen, das hat nicht funktioniert, sondern man muss diejenigen, die Produktionsmittel besitzen, sehr stark zur Finanzierung des Staates. Also Vermögenssteuern, hohe Spitzensteuersätze, also letztlich das, was auch die Linkspartei fordert. Das ist richtig. Und zwar nicht, weil das um das dann als Klassenkampf zu inszenieren, sondern ganz im Gegenteil, weil der Kapitalismus nicht funktioniert, wenn sich das Geld nur bei wenigen ballt und am Ende sind dann auch die Reichen nicht reich, sondern werden auch ärmer. Das Gesamtsystem Kapitalismus ist eigentlich, wenn man es richtig betreibt, tatsächlich eine Win-Win-Situation. Also es ist ein System, das nur dann funktioniert, wenn alle profitieren. Wenn alle profitieren, ist es vielleicht kein Kapitalismus mehr. Aber doch, nee, das ist eine interessante Frage, aber das System, das wir heute haben, das ist übrigens nochmal ein anderes System als das, was Marx beschrieben hat. Also der Kapitalismus wandelt sich ja auch immer, das war ja so ein bisschen die Frage. Aber jetzt murmelt schon alles. Also jedenfalls das System, das wir heute haben, ist ein Konsumkapitalismus. Das gesamte System wird getrieben durch die Massenkaufkraft. Deswegen sind auch die Löhne so wichtig. Um nochmal zu Karl Marx zurückzukommen, dann wird das vielleicht deutlicher. Also Marx hat ja, wie gesagt, sein Kapital 1867 veröffentlicht. Und damals war der Kapitalismus tatsächlich noch in einer anderen Phase. In der Form, dass eigentlich sehr viel Geld, oder man könnte auch sagen, einfach Arbeitskraft, investiert werden musste in die Infrastruktur und in die Investitionen. Zum Beispiel ein Megaprojekt, das sehr, sehr viel Arbeitskraft gebunden hat, die dann eben nicht dafür zur Verfügung stand, Konsumgüter herzustellen, war schon die Eisenbahn. Und die Eisenbahn war jetzt nicht nur, wir legen Schienen, was aber auch schon ein gigantisches Projekt war, sondern damit die Eisenbahn überhaupt möglich wurde, musste man auch erstmal die Eisenverhüttung, die Stahlverhüttung, die Koksverhüttung, das musste alles gleichzeitig hochgezogen werden. Man brauchte die Maschinenbauindustrie und so weiter. Man hat gleichzeitig an gesamter Front erstmal als Volkswirtschaft über ungefähr 2 Jahrzehnte massiv investiert. Und genau in dieser Zeit hat Marx sein Kapital geschrieben und diese Investitionsphase des Kapitalismus lief so. Das war nicht gesteuert oder irgendwie von irgendwem geplant, das lief aber einfach so. Die Proletarier, die Arbeiter oder die Angestellten, wie immer man sie bezeichnen will, haben fast nichts verdient. Das ist ja genau das, was Marx auch beschrieben hat, die Verelendung des Proletariats. Das hat er sich nicht eingebildet, das hat in der Phase genau stattgefunden. Und die Überschüsse der Gesellschaft landeten bei den Reichen, die das dann aber letztlich in die Infrastruktur investiert haben. Wenn das so weitergegangen wäre der Kapitalismus noch im 19. Jahrhundert zusammengekommen. Dann wären wir nicht weitergekommen als nur bis zur Eisenbahn. Nicht, weil das irgendjemand ökonomisch erkannt hätte, sondern einfach aus politischen Gründen, hat es sich dann in eine neue Richtung entwickelt, nämlich die Arbeiter haben sich ja zu Gewerkschaften zusammengeschlossen und nach ungefähr 30 Jahren Kampf wurden die Gewerkschaften ab 1870 auch legalisiert, so schrittweise in Europa.
Und es kam dazu, dass die Gewerkschaften auch durchsetzen konnten, dass die Reallöhne stiegen. Und mit dem, in dem Moment, als die Reallöhne der unteren Schichten anfingen, substanziell zu steigen und weit über das sozusagen Minimum, Existenzminimum hinauszugehen, hat der Kapitalismus sich nochmal vollkommen verändert und wurde eben zu dem Konsumkapitalismus, den wir heute sehen. Und auch da gab es dann so ganz markante Zäsuren, zum Beispiel so ein symbolischer Moment war die Ford-Werke, die Autos hergestellt haben, die die Autobauer selber kaufen sollen. Nicht? Und von Ford gibt es ja diesen berühmten Spruch, den er wahrscheinlich nie gemacht hat, der aber trotzdem richtig ist: Autos kaufen keine Autos. Das heißt, wenn das funktionieren soll, dann müssen die Arbeiter so viel verdienen, dass sie sich selber das Auto leisten können, dass sie bauen. Und diese Art von Kapitalismus haben wir eben seit ungefähr 1870. Und die Neoliberalen verstehen das nicht. Und vielleicht nochmal, um das Problem so fassbar zu machen, warum eine krasse Klassengesellschaft nicht funktioniert. Neoklassiker oder Neoliberale sagen dann immer, das sagen sie nicht so scharf, aber das steht sozusagen hinter ihrer Theorie. Ja, das ist doch eigentlich völlig egal, wo die Nachfrage ist. Ich meine, wenn wir machen jetzt mal einen extremen Fall, nicht? Es gibt nur 10 Milliardäre auf der Welt, die haben alles und der Rest hat nichts. Macht doch auch nichts, dann können ja diese 10 Milliardäre irgendwie eine riesen Yacht bestellen und dann können sie eine riesen Villa kaufen und ich weiß nicht was. Aber für den Kapitalismus als System bringt das überhaupt nichts, wenn ein Milliardär sich eine handgefertigte Yacht kauft, wo goldene Wasserhähne sind. Denn das Problem ist ja, und das hat Marx ja sehr schön geschrieben, der Kern des Kapitalismus ist der Einsatz von Technik. So, und warum soll ich Technik einsetzen, um eine Yacht in Handarbeit zu fertigen, die goldene Wasserhähne hat? Das Ding ist zwar teuer, aber sozusagen ökonomisch gesehen genau das Gleiche, wie die Kutsche, die sich ein Herrscher im 18. Jahrhundert hat bauen lassen, bei irgendwelchen Kunsthandwerken. Das wird nicht technisiert, sondern das, was den Kapitalismus treibt, ist der Einsatz von immer neuer Technik. Diese Technik muss sich aber lohnen und die lohnt sich aber nur, wenn es um Massenartikel geht, die auch von der Massenkaufkraft dann aufgesucht werden. So, Dankeschön, Helga, bitte. Ah, auch super Frage. Ja, ja, da, die Frage würde ich auch anders beantworten, als es so standardmäßig ist. Also aus meiner Sicht ist es so, es gibt immer Krieg. Krieg kann auch mit allen Waffen geführt werden. Also sehr eindrucksvolles Beispiel in Anführungsstrichen war Ruanda, in dem Bürgerkrieg sind 1,5 Millionen Menschen umgekommen in kürzester Zeit und die Waffe war eine Machete, die man für einen Dollar in jedem Supermarkt in Afrika kaufen kann. Das heißt, auch ohne Waffen ist Massenmord möglich. Das nächste ist, der Kapitalismus hat, das würde ich immer vertreten, eigentlich kein Interesse am Krieg. Das beste Beispiel ist der Erste Weltkrieg. Da haben die Börsianer und die Unternehmer haben bis zum Schluss nicht glauben können, dass ein Weltkrieg ausbricht. Es gab Studien dazu, dass die Wirtschaft, die so 1910 entstanden sind, die völlig richtig lagen, dass die Wirtschaft in Europa so vernetzt ist, dass wenn man da einen Krieg anzettelt, alle verlieren, auch die Sieger. Genau so ist es nach dem Ersten Weltkrieg gekommen. Alle waren total verarmt. Und man kann eigentlich sagen, dass sich Großbritannien von den zwei Weltkriegen nie wieder erholt hat. So, das heißt ein ganz schlechtes Geschäft und weil die Unternehmer das nicht glauben konnten, dass man den politischen Wahnsinn eines Krieges nochmal riskiert, war es ja so vor dem Ersten Weltkrieg, Juli-Krise, wie Sie wissen das, im ganzen Juli wurden da schon immer die Drohdepeschen ausgetauscht zwischen den einzelnen Hauptstädten. Die Unternehmer haben das abgetan als Quatsch, die Börsen blieben offen und die Börse in London hat erst am 31. Juli zugemacht, weil dann hat es jeder begriffen, okay, es kommt ein Krieg am 1. August. Brach der Krieg dann aus. So, aber in dem Moment, wo es einen Krieg im Kapitalismus gibt, wird er mit kapitalistischen Mitteln geführt. Das heißt nichts anderes als der Krieg wird technisiert. Krieg ist nicht
ist für den Kapitalismus eigentlich schlecht, aber wenn er ausbricht, wird er eben mit kapitalistischen Mitteln verfolgt. Und auch da ist der Erste Weltkrieg das beste Beispiel. Sie sind mit Pferden in diesen Krieg gezogen und mit Flugzeugen, Panzern und U-Booten wieder rausgekommen. Das heißt, innerhalb von 4 Jahren hat man eine enorme technische Revolution im Kriegsgerät produziert. Also man hat sozusagen den Krieg industrialisiert. Das will ich jetzt auch nicht kleinreden, aber ich glaube nicht, dass es so schlicht ist, dass man sagen kann, Kapitalismus als Kapitalismus führt zu Krieg. Was natürlich passieren kann, ist, dass es Wirtschaftskonflikte gibt, die dann kriegerisch ausgetragen werden. Aber so simpel, dass damit der Kapitalismus Märkte hat, muss es Krieg geben, so ist es. Also ich merke, Sie haben jetzt hier nicht alle überzeugt, das ist jetzt auch gar nicht möglich. Es ist ja doch ein ziemlich straffes Programm, was wir hier schon durchgegangen sind. Unsere Zeit ist auch fast um. Ich würde vielleicht mal noch eine Frage stellen, die mit der uns ein bisschen wieder an die Gegenwart holt. Wir haben ja Bundestagswahlen im September, 24. September. Und es wird ja auch darüber gesprochen, gibt es andere Möglichkeiten als die heutige Regierungskonstellation. Wie würden Sie denn ökonomische Grundlagen und Voraussetzungen für eine Mitte-Links-Regierung, also aus Linken, SPD, Grünen, einschätzen? Meinen Sie, dass das jetzt gerade möglich ist? Oder was, ja, was Sie dann fordern wollen? Wäre das ökonomisch möglich? Ja, natürlich. Also eigentlich ist es so, dass unsere Wirtschaft dringend linke Politik braucht, damit sie funktioniert. Also wie gesagt, die Löhne in Deutschland müssten eigentlich dringend steigen. Der Staat müsste mehr investieren. Im Augenblick ist es so, dass der Staat noch nicht mal genug investiert, um den Kapitalstock zu erhalten, der da ist. Die Steuern für die Reichen müssten hoch. Also die linken Programme sind an sich richtig. So, und jetzt kommt aber das Aber. Das sage ich jetzt als grünes Parteimitglied, damit Sie mich nicht missverstehen. Es gab niemals in der Bundesrepublik eine so schlimme Regierung wie Rot-Grün. Von 1998 bis 2005. So, Sie waren alle dabei. Und ich habe eben, ich habe jetzt sozusagen mit linken Regierungen in Deutschland noch keine guten Erfahrungen gemacht, in dem Sinne, dass wenn die dann an der Macht sind, linke Politik auch durchziehen wird. Das liegt jetzt, ich will hier gar keine Schuld verteilen, wie gesagt, das hat mir an Marx auch gefallen, dass er nicht moralisch war, sondern einfach die Strukturen analysiert hat. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, wie Deutschland funktioniert, dann sind wir eine Konsensdemokratie. Hier regieren immer alle mit. Und das liegt eben daran, dass alles, was wichtig ist, und dazu gehören beispielsweise die Steuergesetze, dazu gehören aber auch solche Dinge wie Hartz IV, die gehen nicht nur durch den Bundestag, sondern auch durch den Bundesrat. So, die Deutschen haben aber die Neigung, im Bundesrat immer andere Mehrheiten zu installieren als im Bundestag. Nicht? Das wird systematisch, wenn irgendjemand regiert, wird dafür gesorgt, dass in den Ländern jemand anders regiert. Das ist sozusagen deutscher Instinkt. Das führt aber dazu, dass wir eigentlich ein System haben, in dem immer alle Parteien mitmachen. Und zum Beispiel jetzt, das Ergebnis war ja dann die Linkspartei 2005, aber wenn man jetzt nochmal die Zeit von 1998 bis 2005 anguckt, dann war es eben so, im Bundestag war Rot-Grün und im Bundesrat war Schwarz-Gelb die Mehrheit und immer haben sie alle zusammen alles entschieden. Das heißt, alles, was uns jetzt stört, beispielsweise diese große Steuerreform, wurde immer von Grün bis CSU gemeinsam beschlossen. So, und deswegen weiß ich jetzt nicht, selbst wenn jetzt, um es ganz hart zu sagen, selbst wenn wir jetzt Rot-Rot-Grün im Bund hätten ab September, wäre es so, können Sie zugucken, innerhalb von einem halben Jahr wären in den Ländern überall CDU-Regierungen und der Bundesrat wäre gegen die Mehrheit im Bundestag gekippt. Das heißt, so kommt man in Deutschland gar nicht von der Stelle, hier immer sozusagen. Also hilft nur eine richtige Revolution. Nein, es hilft. Auch nicht. Nein, also Deutschland wird sozusagen immer von dem gesteuert, was die Mehrheit tatsächlich dann richtig findet, auch quer durch alle Parteien. Die Parteien sind ja im Ernst auch gar nicht so weit auseinander, das ist vielleicht auch ein Vorteil in Deutschland. Jedenfalls ist es wichtig, immer die Mehrheit zu überzeugen. Sonst kommt man in Deutschland nicht weiter. Und zwar die Mehrheit quer durch die Parteien, dass die irgendwie verstehen, was wichtig ist, um das Gesamtsystem voranzubringen. Ja, herzlichen Dank. Ein kontroverser Abend, wie wir ja aus den Zwischenrufen aus dem Publikum merken. Bevor ich Sie verabschiede, noch einige Hinweise. Also erstens, das Buch heißt Kein Kapitalismus, auch keine Lösung und der Titel ist vom Verleger. Also
So, ne, das wissen wir. Wer mag, kann es im... Und es ist total wichtiges Buch. Ich hoffe, ja, dass das... Wer mag, kann es im Foyer erwerben. Wer es schon hat, kann es, wenn er möchte oder wenn sie möchte, signieren lassen. Der kleine Buchladen, Goes Internet, da gibt es hier, wenn Sie das auch für Ihre Freunde vielleicht mitnehmen wollen, für Ihre Bekannten, nochmal die Informationen. Bestellen Sie also bitte Ihre Bücher nicht bei Amazon, sondern beim kleinen Buchladen. Das ist das. Dann ist ja schon durch ein kleines Missverständnis angesagt worden. Sie haben alle auch die Einladungskarten auf Ihren Plätzen. Am 27. April haben wir die 55. Ausgabe von Gedrucktes. Ich staune mal, wie schnell die Zeit vergeht. Und wir werden diesmal dann haben als Gast Ulrich Schneider, ja sehr streitbar und meinungsstark, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Er hat ein Buch geschrieben, Kein Wohlstand für alle, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Und er hat ja kürzlich den Armutsbericht des Paritäters vorgestellt, wo es teilweise richtig hysterische Gegenreaktionen gab. Und ich würde mich freuen, wenn Sie sich anmelden, es weitersagen und auch am 27. April, also kurz vom 1. Mai, um das auch mal einfließen zu lassen, wieder hier sind. Ansonsten gibt es keinen Blumenstrauß, sondern ich schenke Ihnen mein Buch. Immer schön auf Augenhöhe, ja, das muss ja auch sein. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Ja. Ja, vielen Dank und wer Lust hat, ein Buch zu kaufen, signieren zu lassen, kann das gerne tun. Ich glaube, es gibt auch, das kann ich jetzt nicht sehen, gibt es noch Wein, Klaus? Wer Lust hat, noch ein Glas Wein zu trinken, kann das auch machen und ich bedanke mich auch bei dem Genossen Lohmeier, der uns heute unterstützt hat und bei allen anderen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.